eine ganz kurze Erklärung, Leute. Dieser Vlog, der jetzt folgt, wird ein Kraut- und Rüben-Vlog sein. Ich dokumentiere einfach den Tag vom Achtelfinalspiel Deutschland gegen Dänemark beim Besuch bei Holger. Wir gehen in Aldi einkaufen, wir grillen, ich mache Nudelsalat, wir trinken Bier, wir sind nochmal runter zum Hudson River. Und alles das gibt es einfach aus einer kleinen Kamera hier, die man auch hier vorne hinhängen kann. Ihr wisst schon, was ich meine. Und mal sehen, was das gibt. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Test und mal gucken, was ich für euch da zusammengeschnitten bekomme. Also wenn ihr Bock habt, dann schaut da einfach mal rein. Eine Ecke, da günstiger ist, wie der Lidl zum Beispiel in Washington. Da bin ich gerade den Nudelsalat am Kredenz. Die erste. Jetzt gibt es eine Zwischenwurst. Amerikanisiert. Er hat hier nämlich sich mal eine Doppelwurst gebaut. Ja. Deutschland! Deutschland! Und da sind wir am nächsten Tag, am entscheidenden Tag für die deutsche Nationalmannschaft. Genau, das haben sie schon beflaggt. Wir fahren jetzt mal ein bisschen was einkaufen für unser Fußballfest heute bei den Aldi. Und ich habe hier eine Kamera in der Hand, da sage ich mal jetzt noch nichts drüber, weil da gibt es auch ein Out-of-the-Box-Video. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was es ist. Denn die wird gleich hier an der Brust festgemacht. Und ich werde über den ganzen Tag so ein Behind the Scenes, so ein Spaß-Vlog machen mit dem Teil. Euch mal mit in den Aldi nehmen. Ja. Endlich darf ich mal wieder zum Aldi fahren. Und zu meinem Lieblingsgetränkemarkt. Und zum Lieblingsgetränkemarkt und whatever, was wir sonst noch alles Mögliche machen heute. Und natürlich auch die Stimmung während dem glorreichen Sieg. Ich sag das jetzt der mal so. Einen Mannschaft. Der irgendeinen Mannschaft. Ja. Also auf ins Auto. Dann fahren wir raus, dann. Da kommt der Frank. Jetzt geht's zum Verpflegungseinkaufen, denn heute ist ja das große Spiel Deutschland gegen Dänemark. Und wir wissen ja alle, Dänen lügen nicht. Ich habe auch schon geflaggt hier, da hängt die Fahne am Haus. Ach, guck mal hier, und da wird auch gefilmt. Da ist der große Bruder. Ja, der nicht ganz so große Bruder. Ne? Genau. Alles klar, los geht's. Erste Station, das allerwichtigste für ein Fußballspiel, neben der Bratwurst ist Bier, vernünftiges Bier. Und da gehen wir, ihr wart schon mal da, in den Biermarkt des Vertrauens. Kölsch haben sie, auch nicht so schlecht. Ne? Ich würde bayerisches. Kölsch ist gut, gutes Bier, oder? Eine Kiste. Nehmen wir noch hier so ein Summer Shandy. No, no. Alright. Okay. Thank you. Now, see you. Dann würde er hochkant filmen, in der Tat. Ne? Ja, dann müsstest du das Ding einfach. Ja, aber das geht halt hier nicht mehr, weil er sich den 1:1 dann so hat.
Holgers Lieblingsparkplatz ist frei. Das ist auch der beste. Der allerbeste Parkplatz. Den kenne ich auch noch, den Lieblingsparkplatz. Jawohl. Wir sind übrigens in dem, ne? In Holgers Gedächtnis-Album. Genau. Aldi. Und da nehmen wir einen Aldi-Content, kommt immer gut auf YouTube. Deswegen nehmen wir euch hier verdeckt. Full-blown Aldi-Content. Wenn nicht bei mir, dann beim Frank. Gibt es da irgendwie Qualitätsmerkmale? Wir machen mal so, als ob wir uns auskennen, oder? Ja. Hör mal. Wird gut? Ja. Ja, ja, hallo. Was kostet denn die? Oh Gott, die Erdbeeren. 1,69 hier. Ey. Soll ich mitnehmen? Das ist auch wirklich... wirklich ein guter Preis. Die kosten bei uns Doppelte in Washington. Ehrlich sagen, dass der Aldi hier noch mal eine Ecke da günstiger ist wie der Lidl zum Beispiel in Washington. Ja, das ist halt keine Großstadt hier. Ne? Ja, der Unterschied sieht man. So, wir brauchen für den Nudelsalat Vollmilchjoghurt, 400 Gramm. Aber voll, nicht light. Da Whole Milk, da der Rote. Ah, wunderbar. 500. Gramm. Das ist ja fast schon 400 Gramm drin, oder? Das sind sogar ein Gramm. Das sind 907 Gramm. Halt, okay, ja, kommt hin. Ja. Ne? Gut, okay. Dann das. So, jetzt brauchen wir, ich nehme mal an, dass das die Gurken sind. Holger, sind das die Gurken? Ja. Sehr gut. Naja, dann müssen wir halt, die Gurken müssen wir auch essen, aber wir brauchen, ja, die das, Gurken, die werden wir brauchen, brauchen das Wasser davon. Erbsen tiefgekühlt, kriegen wir Butterkäse, da müssen wir mal in die Käseabteilung gehen. Mayonnaise brauchen wir 400 Gramm. Dann nehmen wir natürlich, da machen wir keine Gefangenen, würde ich sagen. Die Hellmanns oder die Hausmarke? Ja, nee, wir nehmen Hellmanns, machen wir keine Gefangenen. Das ist auch ein Glas, das ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger, ne? Ja. 400 Gramm, das würde auch 800 reicht. Ja, die ein paar Maiskölbchen kann man auf den Grill legen. So, jetzt brauchen wir einen Ersatz für Fleischwurst und für Butterkäse. 425 Gramm. Ich brauche Mandarinen, 4 Dosen, A 314 Gramm. Hier sind 425, da reichen wahrscheinlich 3 Dosen. Ne? Also brauchen wir insgesamt ein bisschen mehr wie ein Kilo. Ja, ja. Also hier sind 1200. Also Eigengewinn, 314 Gramm EWG. Nimm mal 4 Dosen mit. So, und hier ist der Gouda. Den nehmen wir mal als Ersatz zum Butterkäse. So. Auch nicht schlecht. Die Mandarinenkerne. Ich bin das könnt ihr ja gar nicht sehen. Doch, da seht ihr das jetzt. Jo. So, jetzt müssen wir noch einen Fleischwurzersatz finden. Da müssen wir die Beef Bologna nehmen. Mal gucken. Und Bratwürste brauchen wir auch. Zwei von den Dingen. Made with Chicken and Pork. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe. Ja, ja. Beef Bologna, das schmeckt wahrscheinlich ungefähr nach Fleischwurst. Mal gucken, was die Würstchen hier kosten. Vier, ne? Ja. Wie viel davon? Das sind jetzt 8, hier habe ich jetzt noch mal 6. Sag mal, gut, die halten ja ewig. Ja. TK Erbsen 400 Gramm. Asparagus, Green Beans. Ja.
Ja, so sieht dann halt der Warenkorb aus. Das ist kein normaler Wocheneinkauf, das ist jetzt Fußballwocheneinkauf. Ja, aber ich habe auch normale Wocheneinkäufe bei dir auch schon höher gestapelt gesehen. Ja, normalerweise haben wir mehr. Was meinst du, was der Spaß kostet? Lass uns mal schätzen. 250. Echt? Ja. Ich sag 210. Okay. Liebe Leute, das war dann der Einkauf im Lidl. Aldi. Ja, sorry, Aldi. Das war der Einkauf im Aldi. Wir werden natürlich jetzt gleich auflösen, was es gekostet hat. Oh. Und sturzsicher sind die Dinger sowieso. Ja, das ist eine Action-Fan. Genau. Das ist ja von mir jetzt verfügbar. Gucken, ob er so mit drüber zieht. Alter, ich habe noch ein bisschen frei hier gekauft. Kann knapp werden. Spannung. Ja, Holger war dann mit 250 näher dran wie ich. Ja. 241 oder so, was war das? Aber okay. Da war auch das Tierfutter. 242,47. Ja, und Tierfutter ist hier mit $25 der teuerste Posten. Ne? So, und das hat jede Woche geklappt. Da waren immer so $15 übrig. Ich hab auch alles vergessen. Die Zeiten sind vorbei. Ja, das war der Aldi-Einkauf. Und jetzt fahren wir noch beim Metzger vorbei. Alles ready für Burger, Bier und Rock'n'Roll. Wir waren noch beim Metzger gewesen und jetzt geht's ab wieder nach Hause. Wir müssen so ein bisschen sputen. Gleich fängt das erste Achtelfinale an, Schweiz gegen Italien. Und davor ist noch ein Nudelsalat zu machen und ja, das ein oder andere zu organisieren. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Und dann werden wir zwischendurch immer mal die Ego-Perspektive. Ego-Shooter. Beim Nudelsalat machen, dürft ihr dann mal genießen. So, wir machen auch zwei Versionen von dem Nudelsalat. Also einmal sind hier drin, klar, Nudeln, dann Vollmilchjoghurt, Mayonnaise, Gurkensud, dann, was haben wir sonst noch drin? Mandarinensud, Mandarinen, Erbsen und eigentlich Butterkäse, aber wir haben hier Gouda gefunden. So ein bisschen Gouda mit Artischocken und Spinat. Ich denke mal, das könnte ganz gut werden. Es ist soweit alles drin, bis auf die Fleischwurst. Jetzt werden wir den mal abschmecken und danach trennen wir den, damit wir eine vegetarische Variante haben und eine mit Fleischwurst. Testen wir die Beef Bologna. Ich würde sagen, schmeckt annähernd so wie Fleischwurst. Rein damit. Ich würde sagen, er ist geil geworden. Schaut mal. Einmal mit Fleischwurst und einmal ohne. Jo, kann man so lassen. Eine kleine Sensation bahnt sich an. Ja. Amtierender Europameister. Ich habe es vorausgesagt. Amtierender Europameister, ich habe übrigens auch für die Schweiz getippt. Okay. Der amtierende Europameister Italien liegt gerade 2-0 zurück
Wir sind gespannt. Last Eight. Viertelfinale, die letzten 8 Mannschaften. So, meine, was ist denn da los, ey, Fiesta? Hey. Fiesta Mexicana. So, jetzt geht's los. Die erste. Jetzt gibt's eine Zwischenwurst. Übrigens, was ihr gerade eben gesehen habt, die Schweiz hat doch ein bisschen sensationell. Oh shit, ich muss das mal hier so ein bisschen in die Hand nehmen. Die Schweiz hat ein bisschen sensationell gegen Italien gewonnen. Italien gewonnen, ne? Der Europameister ist entthront. Und jetzt gibt's eine Stadionwurst vor dem Spiel, dann in der Halbzeit und danach. Erik ist übrigens auch da. Erik ist auch wieder da. Wir haben Stadion. Wie gesagt, heute sind wir in deutscher Übermachtspiel. Mhm. Definitiv. Da sind die Burger Patties. So, der filmt schon wieder. So schön locker rum Tag. Ne? Das ist ein Lammwürstchen. Das hat der Mike noch mit dem Arm. Und auch wieder Lammwürstchen? Nee, Lamm ist das. Das ist normal. Noch die Europameisterschaft im Nudelsalat essen. Das auch. Und wie gesagt, die Bratwurst vor dem Spiel, die Bratwurst während in der Pause und die Bratwurst nach dem Spiel. Genau, wir sind hier gerade. Ja. So, die erste Stadionwurst. Oh, die Nachbarn halt, ne? Du weißt du was? Da passen 2 rein, oder? Würde ich sagen, ne? Okay, Double Feature Stadionwurst. Die erste doppelte Bratwurst. Eine Doppelwurst. Wir sind halt in Amerika, da ist alles doppelt und XXL. So, Yellow Mustard. Guck mal, die Nachbarn sind ja auch. Ne? Ja, und spielen schöne mexikanische oder was weiß ich für eine Musik, irgendwas in der Art auf jeden Fall. Mal eine Doppelwurst gebaut. Ja. Aber ich bin mir sicher, auch die schmeckt doppelt gut. Doppelt gut, doppelt lecker, doppelt fett besser. Hm? Nudelsalat. Ja. Nudelsalat. Was meinst du ja, ne? Nudelsalat. Ich filme übrigens auch, ne? Hier wird wieder doppelt gefilmt. Ja. Jetzt gibt immer mal die Grobe da. Einmal die Grobe. Die hat heute Berufsschule. Genau. Sehr geil. Jetzt wird der Nudelsalat mal richtig getestet hier. So. Jetzt ist er gut durchgezogen. Und? Also, Holger, den können wir benutzen. Thank you, Spirit. Germany wins! He grabs the chicken and goes into the back. 5 minutes later, it comes. Chicken ready, right in the supermarket. Oh, no feathers, nothing? Everything done. Das ist aus der Sesamstraße, ne? Also unsere waren er nicht? Ja. Sehr gut. The Pledge of Allegiance. Nicht Pflanze. Regenunterbrechung in Dortmund. Holger, was sagst du dazu? Ja, mehr Wurst für uns. Mehr Wurst für uns, sag ich ja nur. Ich würde mal sagen, zu der Halbzeitwurst holen wir jetzt auch noch eine Regenunterbrechungswurst. Genau, der Wurstgott war uns wohlgesehen. Und was sagt Spirit? Was sagst du dazu? Wurst? Falls ihr euch noch erinnern könnt, wir haben gut ausgesucht. Die Melone ist perfekt gereift. Stimmt, wir haben ja unter wissenschaftlichen. Genau. Also ne, mit Melone. Klopfen und so haben wir das Melone reif. Nice! Oh Gott, ey. Meine Nerven, ey. Ja, ich sag euch eins: ein spannendes Spiel ist hier am Start da. Ne? Also, eigentlich sind die Deutschen besser, aber so wie es halt ist, ne? Wenn du die Tore nicht machst, dann kommt auf einmal hinten Dänemark und macht noch ein Tor. Halbzeit 0-0 mit einer Unterbrechung. Das wird eine spannende Geschichte. Am Sack haben als am Ball. Ne? Rein regeltechnisch war es Hand, aber es war eine echt harte Entscheidung. Also das hätte man auch eventuell einfach gar nicht gemerkt. Aber jetzt gibt es halt Elfmeter für Deutschland, wo gerade ein Tor für die Dänen aberkannt wurde. Das kann jetzt eine ziemlich entscheidende Situation sein, Leute. Und wer schießt? Kai Havertz. Ja! Oh Gott, ey. My Jube, can you cheer again? Yes! 1, 2, 3. Yeah! Abseits.
hat auch noch. Das gibt's doch nicht. Zählt er? Oder war wieder abseits? Komm, wir ziehen. Kannst du alleine weglaufen. Jetzt! Ja? Ja? Schieß das Ding jetzt! Oh, das gibt es doch nicht! Der 3. Gewonnen! Deutschland! Deutschland! Da fällt das Haus zusammen, das kann man nicht machen. Das war mal wieder nervenzerfetzend, ne? Ja, das ist so. Aber ich würde sagen, der Bessere hat gewonnen. Definitiv. Cool, Leute, da waren wir direkt mal über den Profotest von der Insol 60 Go 3S bei der steifen Prise. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Fängt auch schon an zu regnen. Im Schnee glaube ich nicht, dass er überhaupt irgendwas hört, weil es echt viel. Und wenn ich ein bisschen hier so in den Windschatten gehe, vielleicht von mir, dann geht's. Ich so zwei Hände da drum halte, so könnte das so gehen, keine Ahnung, wir werden sehen, auf jeden Fall Test. So, ich würde mal sagen, das war's für den Slog heute. Wir sind noch mal unten am Hudson runter. Wir haben aber ganz schön Wind und deshalb weiß ich gar nicht, ob die Aufnahme was wird. Ja, das war ein ziemlicher Kraut- und Rüben-Slog, aber ich habe einfach mal mit durch den Tag genommen, mit den Vorbereitungen zu dem Fußballspiel, Grillen, Fußballspiel. Und ja, wir sind im Viertelfinale und im Grunde genommen war es auch verdient. Das soll einfach gewesen sein. Ich habe es mit einer Kamera gemacht, die ich demnächst wo es einen Out-of-the-Box-Vlog geben wird. Eine neue Kamera, die mir zugeschickt wurde. Ich verrate da mal noch nichts drüber. Oder vielleicht gab es auch schon ein Video drüber. Egal, dann schreibe ich es halt unten drunter. Ja, wie gesagt, hier am Hudson mit dem Wind und den dunklen Wolken sage ich Tschüss. Und ja, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Macht's gut, haut rein und Tschüss.